wissen, wo hier die Mühlenhauptveranstaltung ist. Ich habe keine Ahnung. Okay, hier in Mühlenhaupt, und von wem ist das da hin? Ja, ich. Jetzt gibt es eine Rede, dachten wir, wir können auch weiterspielen, aber ich glaube, so ist es nicht geplant. Wir sind Rosa X im Übrigen und jetzt geht's weiter. Vielen Dank für euer tolles Stück. Liebe Gäste, lieber Herr Heck, lieber Herr Weißbirch, lieber Herr von Dömen, willkommen. Ich begrüße auch herzlich den Bundestagsabgeordneten Pascal Meissner und die hier anwesenden Bezirksverordneten. Frau Sommerwetter habe ich schon gesehen und Herr Vollmer. Und wenn ich noch jemand Wichtiges vergessen habe, möchtet ihr mir das bitte nachsehen. Ich komme vom Lande und bin hier im Protokoll noch nicht so viel sicher. So. Wir feiern hier heute drei runde Geburtstage. 100 Jahre Kurt Mühlenhaupt. 100 Jahre Namensgebung von Kreuzberg und 200 Jahre Nationaldenkmal. Da muss man doch was machen, haben wir gedacht. Und deshalb hat das Kurt-Mühlenhaupt-Museum, das von Brandenburg nach Kreuzberg umgezogen ist, die Ausstellung Mühlenhaupt trifft Schinkel und Schadow konzipiert. Wenn einer wie Kurt Mühlenhaupt auf der Eisenbahnfahrt von Prag nach Berlin geboren wird, kann man davon ausgehen, dass auch zu seinem 100. Geburtstag nicht alles so klappt. Und so war es dann auch. Eine furchtbare Pandemie kam über unser Land und wir wurden heimgesucht und mussten alle erst lernen, damit umzugehen. Wir hätten wohl die Möglichkeit gehabt, direkt am Geburtstag eine Ausstellung zu haben, aber da ich Naturwissenschaftlerin bin, war mir von vornherein klar, dass das nur zu einem virtuellen Rundgang führt. Und das wollte ich nicht. Man muss die Bilder auch richtig ansehen können. Und was zurzeit alles im Netz gestreamt wird, das weiß ich nicht, wer sich das alles anschaut. Also, außerdem ist es ungesund, wenn man zu lang vorm Computer hockt. Also suchten meine künstlerische Leiterin Christina Schulz und ich, die trotz Mutterschutz immer wieder ins Museum kam und mir beim Planen half, einen Ort, der zeitlich unabhängig von der Corona-Lage war und wo wir eröffnen konnten, wann die Pandemie gerade aufgehört hat. Und dann fiel uns der Sockel des Kreuzberg-Denkmals ein, der im Dornröschenschlaf vor sich hin dämmerte. Dank Herrn Körner war ich vor Jahren schon mal in diesem eindrucksvollen Gebäude, das als Depot für verlassene Kunstschätze und als Winterdomizil für Fledermäuse dient. Herr Körner machte all die Jahre viele Führungen, aber ansonsten schlummerten die Preußenkönige und Prinzen einsam vor sich hin. Also machten wir uns auf die Suche, wer für das Nationaldenkmal zuständig ist. Es war nicht die Bundesrepublik Deutschland, es war nicht das Land Berlin, es war nicht die Stiftung Preußischer Kulturbesitz oder irgendeine andere hochrangige, bedeutende Institution. Nein, es war das Gartenbauamt von Kreuzberg. Und das war unser Glück. Denn das Straßen- und Grünflächenamt wird von Herrn Weißbirch geleitet. Und Herr Weißbirch ist ein unkonventioneller, durchsetzungsfähiger junger Mann, der es als erster geschafft hat, binnen kurzer Zeit Pop-up-Radwege in Friedrichshain-Kreuzberg zu bauen und sie gegen viele Widerstände verteidigt hat. Schnell konnten wir ihn von der Idee einer Pop-up-Galerie im Sockel des Denkmals überzeugen. Herr Weißbirch und Herr Sano und die anderen Mitarbeiter des Grünflächenamtes haben uns in so unkomplizierter Weise tatkräftig unterstützt, dass ich den Glauben an die Verwaltung wiedergewonnen habe. Wir bekamen nun den Schlüssel und warteten, bis die letzte Fledermaus das Weite gesucht hat. Dann machten wir uns erstmal dran, den Staub von 150 Jahren zusammenzufegen. Das war jede Menge Schutt und Sand. Dann begannen wir die Ausstellung zu konzipieren und entdeckten dank Annette Meyer, die uns wohl Kulturprojekte ausgeliehen wurden, erstmal die Schätze, die im Denkmal schlummerten. Annette Meyer hat die schönen Texte an den Tafeln entworfen. Und
bei ihrer Arbeit 4 lange verschollene Platten von Schadow entdeckt, die noch nicht mal im Werkverzeichnis aufgeführt sind. Das war für Insider eine kleine Sensation. Dann begannen wir, die Bilder von Kurt Mühlenhaupt auszuwählen. Der Gegensatz könnte nicht größer sein. Den idealisierten Preußenprinzen stellten wir die hart arbeitende Hauswartsfrau aus der Blücherstraße gegenüber. Den alten Odin haben wir eine große Freude gemacht, indem wir auf die andere Seite leicht bekleidete Damen gehängt haben. Aber es gab auch immer wieder interessante Berührungspunkte. So ist zum Beispiel ein Bild aus dem ICC zu sehen, wo ein altes Ehepaar vor der Schinkelkirche im Wedding sitzt. Es gibt ein Bild mit feiernden Menschen vor dem Brandenburger Tor am 9. November, das Kurt Mühlenhaupt, dessen Familie zwischen Ost und West zerrissen war, mein schönster Tag genannt hat. Daneben hängt ein Bild der Pferdeköpfe aus Gips, eben der Karatriga vom Brandenburger Tor, die bis vor kurzem hier eingelagert waren. Neben den Schadow-Fries sind auch Platten vom Thiele-Winkler-Palais eingelagert. Merkwürdigerweise gibt es auch hierzu einen Film, in dem ein bekannter Jazzmusiker mit dem Fahrrad von der Trödelhandlung von Kurt Mühlenhaupt zum Thiele-Winkler-Palais fährt. Daraus hat Kalle Regena, Kalle, wo bist du? Hier. Einen wunderbaren 4-Minuten-Film gemacht, der auch in der Ausstellung zu sehen ist. Alles in allem hat uns die Ausstellung viel Spaß gemacht und mein Mann hätte sich köstlich amüsiert. Vor allem über die Genien vom Denkmal, die wir unten im Gewölbe noch ganz von nahen sehen. Sie sind allen Preußenprinzen und irgendwelchen Generalen nachempfunden. So schöne muskulöse Kerle mit solchen Locken kann man noch nicht mal auf Instagram finden. Da können die heutigen Jungs noch so viel photoshoppen. Kurt Mühlenhaupt dagegen hat die Menschen nicht idealisiert. Er hat die Welt der kleinen Leute gemalt, der Arbeiter, der Kinder, inklusive jener Exzentriker, die für immer Kinder geblieben sind. Er zeigt die Mami, wie sie den Einkauf für ihre 5 Kinder nach Hause schleppt, mit krummen Beinen und abgelatschten Schuhen. Aber er führt die Menschen nie vor. Er bringt sie uns voller Liebe und Achtung näher. Er zeigt stille und sensationelle Landschaften, Plätze und Straßen und Winkel der Großstadt, in denen das große Glück nicht zu Hause ist. Solche Plätze und Leute, die dort zusammenkamen, waren in den 60er Jahren in der beginnenden Wirtschaftswunderwelt mit ihren Erfolgsstreben Inseln der Menschlichkeit, Reservate des Humanen. Der Gegensatz zu den Preußenprinzen könnte nicht größer sein. Und zum Schluss möchte ich noch aus einer Rede zitieren, die mein Mann vor 40 Jahren anlässlich der Einweihung seines Feuerwehrbrunnens am Marianenplatz gehalten hat. Was die Preußen angeht, so bekannte ich mich schon immer zu meiner Vergangenheit, auch wenn nach meiner Meinung die meisten preußischen Tugenden Sünde waren. Preußen, das war für mich ein festes Gefüge, ein Staat mit Zucht und Ordnung, etwas Nationales. Ich möchte aber immer das Gegenteil. Ich möchte die Aufhebung aller Grenzen. Es soll allen Völkern der Welt gleich gut gehen. Dazu müssten wir aber viele preußische Pflichten und Gewohnheiten aufgeben. Und es würde von uns Anpassung erfordern. Nicht nur an unseren Staat, sondern wir müssen uns den anderen Völkern anpassen. Ende des Zitats. Das hat er schon vor 40 Jahren geschrieben. Bravo. Und zum Schluss möchte ich nochmal allen meinen Mitarbeitern danken. Die Ausstellung war wirklich ein Titan und sie haben wirklich so wunderbar, haben ja so wunderbar zugearbeitet. Es war einfach toll. Also vielen, vielen Dank, liebe Jeanette. Wahrscheinlich arbeitest du schon wieder unten im Sockelgeschoss. Danke, Helene. Danke, Tim Köhler. Danke, Eckhard Schulz. Danke, Kalle. Danke, Martin Düspol. Und vor allem danke, Christina, wo du immer mit dem kleinen Albert jede Woche mindestens 3-mal im Museum warst, um uns zu beraten. So, also. Ihr seid jetzt erlöst und jetzt möchte ich Herrn Heck bitten. Kleinen Moment, ich möchte einfach fortfahren. Danke, Hannelore. Ich möchte mich bei dir bedanken. Ich bin der Vorsitzende des Vereins Freunde des Kurt Mühlenhaupt Museums. Und ich muss sagen, Hannelore hat mit unglaublich viel Engagement eine Ausstellung auf den Weg gebracht,
wirklich wahnsinnig. Als ich das erste Mal unten in den Sockelgeschoss war, also ich war wirklich beeindruckt. Man kann das in einem Satz zusammenfassen, Hannelore. Kurt wäre stolz auf dich. Ja. Ansagen habe ich vergessen. Herr Heck ist der Vorsitzende des Kulturausschusses und hat uns sehr unterstützt, dass wir in der Location ankommen können. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Frau Mühlenhaupt, lieber Martin Duisburg, umso mehr freue ich mich, heute hier stehen zu dürfen und stellvertretend für die BVV und stellvertretend auch für unsere Kulturstadträtin, die im Mutterschutz ist und deswegen heute leider nicht hier sein kann, aber gerne wäre und Ihnen Grüße ausrichten, ist ein paar Worte hier zu dieser spannenden Ausstellungseröffnung sagen zu dürfen. Ich werde mich nicht trauen, viele Worte über Kurt Mühlenhaupt zu sagen, weil damit blamiere ich mich dann hier bei so viel Sachverstand, und auch nicht viele Worte über den Ort hier, weil auch damit würde ich mich neben Martin Duisburg wahrscheinlich einfach nur blamieren. Ich mache es ein bisschen persönlicher. Vor etwa 2 Jahren stand ich ziemlich genau hier an diesem Ort und musste einem Reporter der Märkischen Allgemeinen Rede und Antwort stehen, der davon ausging, dass ich fordern würde, das Kreuzberg-Denkmal zu sprengen und den gesamten Bezirk umzubenennen. Der war ziemlich enttäuscht, als ich ihm gesagt habe, nein, das Gedenkmal gefällt mir ziemlich gut und der Name Kreuzberg gefällt mir auch gut und ich finde die Geschichte, die sich damit verbindet, eher spannend. Worum es mir geht oder ging in diesem Antrag, den ich damals gestellt habe, war einfach diese Geschichte und die verschiedenen Schichten dieser Geschichten, die sich hier und in Kreuzberg inzwischen übereinander lagern, von der militärisch-preußischen von den militärisch-preußischen Ursprüngen zu diesem Mythos Kreuzberg hin irgendwie zu kontextualisieren. Und so war ich dann auch, und nicht nur ich, sondern auch Herr Vollmert, ein Kollege von mir, der sich auch sehr eingesetzt hat, Herr Hussein aus dem Kulturausschuss, Frau Sommerwetter und andere Kolleginnen aus der BVV, total begeistert, als Martin Duisburg und Frau Mühlenhaupt uns in einer Sondersitzung des Kulturausschusses von dieser Idee berichteten. Und umso froher bin ich, dass es jetzt diese Idee Wirklichkeit geworden ist. 200 Jahre Nationaldenkmal auf dem Kreuzberg, 100 Jahre Kurt Mühlenhaupt, 100 Jahre Kreuzberg, 3 Jubiläen werden hier ineinander in Bezug gesetzt. Diese Idee ist nun Wirklichkeit geworden, der hier zu Stein gewordene Mythos Preußen trifft auf ein anderes mythisches Konstrukt. Den Mythos Kreuzberg, den wir heute immer noch zu leben suchen und an dessen Beginn nicht zuletzt der ebenfalls vor 100 Jahren geborene Kurt Mühlenhaupt und die von ihm geprägte sogenannte Kreuzberger Bohem stehen. Hierfür möchte ich mich dann stellvertretend für die Bezirksverordnetenversammlung von Friedrichshain-Kreuzberg bei Frau Mühlenhaupt, Herrn Duisburg, der Kurt-Mühlenhaupt-Stiftung, dem Straßen- und Grünflächenamt und allen anderen Akteurinnen, die dies möglich gemacht haben, ganz herzlich bedanken. Ich freue mich wirklich darauf, gleich mit Ihnen gemeinsam die sonst meist verschlossenen Gewölbe unter dem vor 200 Jahren errichteten Nationaldenken zum Andenken an die sogenannten Befreiungskriege eintauchen zu dürfen und zu erleben, wie in dieser Kathedrale des Preußentums unter den Blicken der Gipsabgüsse der Siegesgenien des Kreuzberg-Denkmals die Werke Kurt Mühlenhaupts, der dem Mythos im Konstrukt Preußen sehr kritisch gegenüberstand, wie Frau Mühlenhaupt uns ja gerade eben im O-Ton berichtet hat, auf die dort eingelagerten Zeugnisse der Meister preußischer Bildhauerkunst treffen. Und jetzt bin ich begierig, diese Ausstellung, deren Konzeption genau dem entspricht, was ich mir unter lebendiger Auseinandersetzung mit den verschiedenen und teils widersprüchlichen Schichten unserer Kreuzberger Geschichte vorstellen, endlich leibhaftig erleben zu können und will sie auch nicht durch noch längere Ausführungen davon abhalten. Ich danke Ihnen.
Ja, moin von meiner Seite. Felix Weißbrich, mein Name, Leiter des Straßen- und Grünflächenamtes. Nun sind wir als Verwaltung hier schon heute über Gebühr gut weggekommen. Von daher noch ein paar Worte zum Ort. Das ist uns natürlich erstmal ein großes Anliegen, insbesondere unserem Primat, nämlich dem politischen Primat zu danken. In einem unendlichen Weisheitsschluss hat der Kulturausschuss und die VV im September 2020 beschlossen, hier dieses Doppeljubiläum zu feiern. Und wir als Verwaltung, das muss ich da nochmal einordnen sagen, sind da selbstverständlich gerne Dienstleister für unsere politischen Ansagerinnen und Ansager. Von daher waren wir auch hier sehr gerne aktiv dabei. Und es hat Frau Mühlenhaupt, das muss ich sagen, wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit Ihnen zusammen hier es ist ja kein Kleinod, dafür ist es ein bisschen zu groß, aber letztendlich dieses Gewölbe zu entdecken und im wahrsten Sinne des Wortes die Staubschichten, die darunter liegen, zu enthüllen mit den Industriestaubsaugern, die erst eingesetzt werden konnten, als die Fledermäuse raus waren, wegen der Lärmbelästigung und wegen den artenschutzfachlichen Abwägungsprozessen, die wir dann machen müssen. Das sind dann alles so ganz pragmatische und praktische Dinge, die man regeln muss. Von daher, das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Ich will noch ein paar Sachen zum Ort selber sagen. Ich bin ja Forstwissenschaftler und als solcher immer auch ein bisschen an den Ursprüngen der Orte interessiert. 1450 gab es hier Weinanbau. Ein ganz bisschen Weinanbau haben wir heute noch, da sage ich noch was gleich zu. Und diese Weine sind in den baltischen, in den skandinavischen, in den polnischen Raum exportiert worden. Es gab Kreuzberger Wein, der ein Exportschlager war. Ob das jetzt ein sogenannter Drei-Männer-Wein war, es ist noch nicht gegendert, die Aussage. Zwei Männer zum Festhalten, einer zum Trinken sozusagen. Das ist nicht überliefert, aber auf jeden Fall waren die Weine sozusagen in aller Munde im wahrsten Sinne des Wortes. Und das war hier ein Weinanbaugebiet mit über 100 Weinbauerinnen und Weinbauern. Das muss man sich erstmal vorstellen. Und es ist dann so gekommen, dass dann lange Zeit das so war und dann wuchs die Stadt. Gleichzeitig gab es auch eine Entwicklung. Preußen wurde gegründet, Preußen und der Napoleonische Krieg. Es gab dann letztendlich am Ende nach dem Sieg hier dieses Nationaldenkmal 1821 errichtet. Und in der Folge, das kann man sich vorstellen, ist dieses Nationaldenkmal letztlich auf einen Weinberg gebaut worden. Und in der Folge war dann auch die Weinproduktion auf einmal nachrangig. Dann wuchs nämlich die Stadt an dieses Kreuzbergdenkmal heran, an dieses Nationaldenkmal. Und es kamen Fragen des Städtebaus, waren vorrangig. Und der Weinanbau trat im wahrsten Sinne des Wortes in den Hintergrund. Und dann, und das ist häufig vielleicht zu wenig beachtet, gab es hier erste städtebauliche Meilensteine, die beschritten wurden. Nämlich die damalige preußische Polizeiadministration hat hier per Dekret verboten, dass die Bebauung zu nah an das Nationaldenkmal ranwachsen darf, weil dadurch der Eindruck dieses Denkmals geschmälert werden würde. Das heißt, die Geburt von dem, was wir heute Bauleitplanung kennen. Eine Linie, wo bis wohin gebaut werden darf. Und das war dann auf einmal Schluss. Hier darf man nicht weiter bauen. Das war dann damals das Dekret. Und dann gab es das preußische Oberverwaltungsgericht, was 1882 im sogenannten Kreuzberg-Erkenntnis ein Urteil gesagt hat. Das geht so nicht. Hier kann nicht einfach eine Polizeiadministration, die, Sie kennen das, aus dem Gefahrenabwehrrecht heraus, Bebauung eigentlich nur einschränken darf, städtebauliche Parameter setzen. Das muss eigentlich eine zivile Verwaltung machen. Und so war es dann so hat dann dieses Urteil letztendlich recht gesprochen, hat gesagt, das ist im Rahmen der Gewaltenteilung keine Aufgabe von Polizei, sondern dafür braucht es zivile Behörden, wie zum Beispiel ein Stadtentwicklungsamt oder vielleicht auch ein Straßen- und Grünflächenamt. Das hieß damals natürlich noch nicht so, sondern es war dann mein Vor-Irgendwas-Gänger, Hermann Mächtig, der dann hier letztendlich diesen Park entwickelt hatte und damit dann letztendlich diese Baufreiheit mit gestalterischen Elementen wahrgemacht hat, indem man nämlich hier einen wunderschönen Landschaftspark entwickelt hat. Und dann war schlussendlich mit dem Weinanbau wirklich Schluss, bis auf eine kleine Restfläche, weil dann wurde hier dieser wunderschöne Wasserfall in Anlehnung an das Riesengebirge und ähnliche Elemente entwickelt, die aber eben damals mit einer unheimlichen Weitsicht deutlich machen, dass Städtebau und Grünflächen zusammengehören. Und dieser Wasserfall ist natürlich eine wunderbare Erkenntnis dazu, dass es Verdunstungskühle braucht. Und das ist, glaube ich, für die heutige Zeit, wo wir, gut, das früher war jetzt Gott sei Dank mal ein bisschen durchwachsen, aber sonst ja immer heißer werdende Sommer erleben. Das ist, glaube ich, eine ganz weitsichtige Erkenntnis. Wasserelemente, Landschaftselemente in die Stadtplanung hineinbringen. Von daher auch das hier nicht nur ein Ort der Historie des Baurechtes und der Gewaltenteilung, sondern auch ein Ort, an dem im wahrsten Sinne des Wortes städteplanerische Weitblicke entwickelt wurden, schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Ein letzter Punkt sei dann noch erwähnt, was hier historisch passiert ist.
Kurt Mühlenhaupt wurde 1921 geboren und 1941 in der Metfesselstraße, ein bisschen weiter unten, kam ein gewisser Herr Konrad Zuse auf die geniale Idee, Schalter an aus dafür zu nutzen, dass man sie in Reihe schaltet und daraus einen Computer entwickelt. Das heißt, hier in diesem Park, in der Metfesselstraße, ist dann letztendlich die Wiege der neuen, der modernen IT entwickelt worden, nämlich Binärcode geschaltete Rechenanlagen. Somit war Konrad Zuse sozusagen das erste Kreuzberger Start-up-Unternehmen, das vergisst man vielleicht manchmal ein Stück weit. Und man hat dann, nachdem das Gebäude dann im Krieg zerstört wurde, an diese Stelle Weinreben gepflanzt. 1968 Weinreben aus unserer Partnergemeinde Wiesbaden. Von daher vielen Dank an unsere Partnergemeinde, sonst gäbe es heute diese knapp 1 Hektar große Weinfläche nicht. Wein, der heute dort wächst, wo früher Computer entwickelt wurden, auch das eine Besonderheit, glaube ich, die ein bisschen für Kreuzberg spricht. Von daher wird deutlich, dass an diesem Ort mitnichten nur ein Denkmal steht, was an einen nationalen Befreiungskrieg erinnert, sondern dass hier schon eine lebendige Geschichte wach wird. Und dann kamen natürlich die 70er und 80er Jahre und da kam dann, ich will jetzt auf diese Historie nicht weiter eingehen, ich will nur sagen, da kamen dann Originale hinzu auf diesen Ort, an diesen Ort, in den Bergmann-Kiez zum Beispiel mit Kurt Mühlenhaupt. Und so war es uns dann ein großes Anliegen, an diesem wirklich geschichtsträchtigen Ort alles zusammenzufügen. Unser Beitrag, Frau Mühlenhaupt hat es erwähnt, war dann nur noch die Frage, wie können denn die Besucher, Besucherinnen durch diese Ausstellung geführt werden. Dafür braucht es irgendein Leitsystem. Und Frau Mühlenhaupt fragt uns, ob wir da eine Idee hatten. Da habe ich gesagt, wir nehmen einfach gelbe Markierungen und Barken, die man sozusagen aus den straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen kennt, so gesehen das, was wir mit Pop-Up-Radwegen machen. Das heißt, was Sie heute finden, das ist unser kleiner Beitrag in diesem Gewölbe, ist ein kleiner Pop-Up, nicht Radweg, sondern Fußweg im Gewölbe. Und damit sozusagen unser Beitrag als Straßen- und Grünflächenamt. Wir haben ja ein kleines Ready-Made in diese künstlerische Ausstellung hineingebracht, nämlich einen Fußweg mit Geldmarkierung. Und ich glaube, das ist eine Besonderheit. Wir haben hier ein Start-up-Unternehmen an dieser Fläche gehabt mit Herrn Zuse. Wir haben Herrn Mühlenhaupt als ein wirkliches Kreuzberger Original. Und wir haben hier eine sehr bewegte Geschichte der Städteplanung und des Städtebaurechts an diesem Ort. Und wir haben einen Blick über unseren wunderschönen Bezirk. Von daher, das ist der Kreuzberg und das ist ein originaler Ort, den wir heute gemeinsam hier mit einem Doppeljubiläum feiern. Und da freue ich mich und lade Sie alle ein, unser aller gemeinsames Kleinod, wie ich gesagt habe, nämlich dieses Gewölbe heute kennenzulernen. Vielen Dank. Und der Odin, Sie sehen es, der guckt gerade so ein bisschen verschämt weg. Möglicherweise, weil ihm der Anblick hier gegenüber, den können vielleicht noch nicht alle sehen, ein wenig beschämt, aber Hannelore hat schon beobachtet, wenn keine Menschen mehr da sind. Genau, dann reißt er die Augen auf. Oh, wir sind auch schon vorbeigegangen hier an zwei allerliebsten Figuren, betitelt das deutsche Lied, das ist das Original, eine Kopie steht im Tiergarten, auch ein Spätwerk sozusagen der Berliner Bildhauerkunst des 19. Jahrhunderts. Und was jetzt hier beginnt auf der linken Seite, das ist der sogenannte Münzfries von Schadow. Schadow ist der erste deutsche, quasi in Berlin geborene Bildhauer, der von den preußischen Herrschern akzeptiert wird, weil vorher waren für alle wichtigen bildhauerischen Aufgaben waren Franzosen und Flamen da, ne, die dann halt auch in Sanssouci saßen. Und Schadow ist der erste Direktor der Bildhaueratelier. Die sitzen damals in einem ganz tollen Gebäude in der sogenannten Grotte, also einem Lusthaus im Lustgarten, da wo heute ungefähr der Berliner Dom steht. Da saßen die und Schadow hat natürlich super Kontakte gehabt zu Friedrich Schilly. Friedrich Schilly ist der Lehrer von Schinkel. Friedrich Schilly ist der Architekt, der aus Frankreich die sogenannte Revolutionsarchitektur mitbringt. Also eine eigentlich in Italien entstandene, antikisierende Kunstrichtung, die ganz, ganz stark beeinflusst worden ist von der Entdeckung von Pompeji und Herkulaneum. Also Anfang des 18. Jahrhunderts lässt der König von Neapel Pompeji ausgraben und diese Formenvielfalt, diese
belebten Figuren, diese erotischen Figuren, die dort gesehen sind, die beeinflussen dann die Bildhauerei auch von Schadow. Und Schadow schafft es zwischen einer antikisierenden Idealisierung, also schön gemachte, und der Anmut zu vermitteln. Also die Menschen, die er darstellt, sind nicht einfach irgendwie schön als Selbstzweck, sondern sie sind anmutig. Also man möchte sie gerne kennenlernen. Das ist wirklich, das sind keine marmornen idealen Götter mehr, sondern es sind reale Menschen. Und das kombiniert, also Gilly macht ja den Entwurf, ne, für diesen, für das Münzgebäude von Herrn Genz, der Architekt, und Schadow ja, setzt das quasi kongenial um. Das sind echte Menschen. Ja, auch wenn da steht, das ist jetzt der Gott Hephaistos oder Vulcanus oder sonst irgendwie wer, Prometheus. Die Leute, die hier sind, die sind auch schön, nicht? Aber das sind echte Menschen, die echte Arbeit leisten. Ne? Die Arbeitsgänge, die da dargestellt sind, das ist nicht mehr irgendwie verklausuliert oder nicht mehr in Symbolen aufgelöst, sondern die arbeiten wirklich. Und das, glaube ich, macht Schadow aus. Hier der Hof, den er gekauft hat 1989, die heutigen Mühlenhaupthöfe in der Fidizinstraße, wo sich auch das Mühlenhauptmuseum befindet, das man ab heute eben auch täglich wieder besuchen kann. Und mit 60 Jahren hat er sich dann aus Dachke an dem Brunnenwettbewerb gewonnen. Beworben und hat diesen Wettbewerb zu seinen ganz großen Schrecken gewonnen und hat bis dorthin nur so große Knetefiguren gemacht. Der Bund ist großartig. Und, genau, und dann hat er sich, dann hat er angefangen daran zu arbeiten und dann hat er 3 Jahre an diesem Brunnen gearbeitet und hinterher hat er gesagt, Gott sei Dank bin ich kein Bildhauer geworden. Ich habe 3 Jahre an diesem Brunnen gearbeitet und davon 2 Jahre am Bauamt verbracht. Ja. Das ist Berlin. Jetzt kommen hier weitere Bilder, die Berliner Bezirke, die damaligen 12 Berliner Bezirke abbilden, repräsentieren. Das ist eine Arbeit, die Mühlenhaupt für einen anderen Kunstwettbewerb entwickelt hat und den er gewonnen hat, und zwar für das ICC, das Internationale Kongresszentrum. Lass uns ein bisschen durchgehen. Und hier sieht man eben auch eine Beziehung zum Ausstellungsort, die Schinkelkirche am Leopoldplatz, die er hier gemalt hat, zusammen mit dem Rentner-Ehepaar. Und so haben wir eben die Beziehung zu Schinkel als Schöpfer dieses Denkmales auch dort im Bild. Hier ein Selbstporträt von ihm mit kranker Hand. Hannelore hat schon auf die Kriegsverletzungen verwiesen, die ihn zeitlebens doch sehr stark behindert haben. Ich glaube, ich hatte zu Anfang gar nicht gesagt, welche Bestimmung eigentlich diese Räume, in denen wir uns befinden, ursprünglich hatten. Das hatte ich eben der ersten Gruppe genauer erklärt. Das ist nämlich ein Raum hier, der eigentlich keinen Zweck erfüllt, außer dem einzigen Zweck, das Denkmal höher zu transportieren und dort oben sichtbar zu machen. Denn nach 70 Jahren, nein, schon nach 50 Jahren war es mehr oder weniger zugewachsen von Bäumen. Die Häuser in der Umgebung waren ebenfalls gewachsen, sodass man vom Kreuzberg-Denkmal aus keine Sicht auf die Stadt Berlin mehr hatte und umgekehrt von Berlin aus das Denkmal nicht mehr sehen konnte. Und das fand der Kaiser Wilhelm I. gar nicht gut und hat deshalb gesagt, das Denkmal muss höher werden und es sollte um 8 Meter angehoben werden. Und das war nicht so einfach, weil es wiegt, glaube ich, 170 Tonnen Eisenguss. Ja, also das mit damaliger Technik nun anzuheben, da waren schwere hydraulische Pressen und Aufzüge für notwendig. Das ist aber dann vollzogen worden, sodass man unter das Denkmal
dieses Gewölbe baute in so Anmutungen, weiß ich nicht, von Kathedralen, gotischen Formen. Herr Weißbrich hat es eben schon mal so genannt. 1600 Quadratmeter, 8 Meter hoch, das ist schon ein gigantisches Bauwerk. Und wenn man überlegt, dass es eben kein Zweck erfüllte. Also das war doch keine, Masse sparen. Bitte? Masse sparen. Masse sparen, ja, das war keine Kirche und hat sich später erst als Lagerort eben für Kunstschätze, Bildhauerwerke etabliert, die hier von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und vom Landesdenkmalamt eingelagert worden sind. Diese Figuren stehen einerseits jeweils für eine Schlacht in den Befreiungskriegen. Insgesamt sind es mal 12 gewesen, aber 4 hat sich die Zitadelle Spandau geholt für die dortige Ausstellung über Denkmale enthüllt oder so ähnlich heißt sie. Ne? Es sind 8 übrig geblieben, jeweils für eine Schlacht stehend und einen entweder General aus dieser Schlacht symbolisierend oder Mitglieder der Königsfamilie. Auch einige Söhne, 2 Söhne des Königs haben mitgekämpft. Und für die wichtigste Schlacht oder für Preußen damals wichtigste Schlacht, na die wichtigste ist natürlich die Völkerschlacht von Leipzig, aber ganz besonders wichtig war Paris, die Schlacht in Paris. Und der Genius war nachgebildet den Gesichtszügen der Königin Luise. Die ist nun ausgerechnet verschwunden, aber dass Paris und die Quadriga hier eine Rolle spielt, das hängt eben damit zusammen, Sie kennen die Geschichte, dass nach der Schlacht von Paris die Quadriga nach Berlin zurückgeführt wurde, nachdem sie Napoleon vorher entführt hatte. Und Kurt Mühlenhaupt malt hier auf einem seiner großformatigen Bilder, das wir hier im Innenraum platziert haben, ebenfalls das Brandenburger Tor mit Quadriga. Und dort sieht man den Quadriga zwar nicht so deutlich, aber sie war für ihn einfach ein wichtiges Motiv. Hannelore hat das schon erwähnt. Und das war dann eine der großen denkmalpflegerischen Restaurierungsprojekte, dieses Eisengerüst aus dem Denkmalkern herauszuholen und durch ein Edelstahlgerüst zu ersetzen. Und die Spitze des Eisengerüstes ist jetzt hier vorne, die ist hier aufgehängt, der Unterbau steht dahinter. Da hat man ungefähr auch einen Eindruck, wie groß das Denkmal gewesen ist. Jetzt wechselt hier auch die Bildsprache. Wir kommen inzwischen zum Thiele-Winkler-Fries. Thiele-Winkler hatte ein schlesischer Kohlemagnat, der hatte ein Palais im Tiergarten sich in den 1870er Jahren, also nach der Reichsgründung, errichten lassen. Das damals teuerste. Es war der größte Palazzo Brozzo in Berlin. Ja. Und sie haben ganz kräftig damit angegeben. Ich habe mehrere Texte gelesen, ich habe mich amüsiert. Es gibt einen irren Film, der heißt Tobi. Ja. In den 60er Jahren und diesen Film hat Kalle bearbeitet. Den können Sie jetzt hier sehen. Die einzelnen Reliefs vom Thiele-Winkler-Palais sind kurz vorm Abriss gerettet worden und dann hier eingelagert. Kalle hat sich überlegt, das ist doch eine schöne Gelegenheit, jetzt zu zeigen, wo die einzelnen Friesplatten, die man hier unten sieht, an dem Gebäude angebracht gewesen sind. Und das hat er auf eine sehr schöne Art hier zusammengestellt. Und er hat ja, bis er den Brunnen angefangen hat, immer nur so große Figuren gemacht. Und dann waren die Zwerge quasi seine ersten Übungsobjekte, wo er gesehen hat, wie verhält sich das Material, wie baue ich eine Figur auf, wie bearbeite ich die Oberfläche und so weiter. Das war einfach, was weiß ich, eine Flitzidee. Und dann war er fertig und dann hat er gesagt, nie mehr arbeite ich als Bildhauer. Und dann war es sein Sommervergnügen, jedes Jahr einen neuen Zwerg zu schaffen. Und die Zwerge haben ein ganz großes Geheimnis, sie haben ganz große Projektionsflächen und jeder findet in dem Zwerg jemanden, den er kennt. Also die meisten Frauen, die einen Zwerg gekauft haben, haben gesagt, der sieht aus wie mein Mann. Eine gewisse kleine Sensation in Fachkreisen, dass hier weitere 4
Reliefplatten, Reliefs von Schadow plötzlich aufgetaucht sind, die niemand so recht zuordnen konnte und man wusste auch nicht, von welchem Gebäude sie stammen. Auch im Landesdenkmalamt war das auf Anfrage dorthin nicht bekannt. Sie haben dann verschiedene Vermutungen angestellt, aber inzwischen ist klar, dank Annette Meyer, die das herausgefunden hat, dass diese Reliefplatten von Schadow an der alten Berliner Börse angebracht waren, die heute niemand mehr kennt, weil sie schon 1887 abgerissen worden ist. Und da steht an dieser Stelle heute der Berliner Dom am Lustgarten.